Ja, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf unserem Kanal. Und heute, ich halte es schon ins Bild, geht es um ein Sondermodell der Firma Polforce, um den Dolch MK10. Dieser wunderschöne Dolch wurde vom bulgarischen Messerdesigner Stoil-Mantschew gemeinsam mit Dietmar Pohl für den Rambo-Film Last Blood designt. Daher spielt dieses Messer natürlich auch in Polforce Movie Knife-Serie eine große Rolle. Das Ganze ist nämlich auf nur 600 Stück weltweit limitiert. Das Messer hat eine Gesamtlänge von 28 cm, 16,4 cm fallen auf die Damastklinge mit diesem wirklich wunderschönen große Rosenmuster. Die Edelstahlbacken sind von Hand angepasst, weisen keine Spaltmaße auf und sind wirklich fein gearbeitet. Genau wie der Rest dieses wirklich schönen Messers. Das Gesamtgewicht beläuft sich auf 185 Gramm. Ja, das Messer kommt in einer Kydex-Scheide, die zudem gefüttert ist, damit der schöne Damaststahl keine unschönen Kratzspuren bekommt. Hinten draufgeschraubt mit einem kleinen Adapter ist eine Nylon-Gürtelschlaufe, die für bis zu 5 cm Gürtel astrein funktioniert. Im Set von dem Messer befindet sich neben dem Echtheitszertifikat, wo auch die entsprechende Seriennummer vermerkt ist, noch ein handsigniertes Bild von Dietmar Pohl und dem Designer Stoil-Mantschew. Ja, und weil das noch nicht genug war, gibt es von Polforce noch eine schöne Aufbewahrungs- bzw. Sammlertasche dazu, die gleichzeitig auch zum Präsentieren des Messers hervorragend geeignet ist. Hier drin ist das Messer nochmal, wenn ihr es transportiert, wunderbar geschützt. Man kann beachten, dass Polforce hier einen Reißverschluss verbaut hat, der zwei Augen hat. Da könnte ein Kofferschloss rein, sodass das Messer auch gemäß der deutschen Gesetze sicher mit einem Kofferschloss transportiert werden könnte. Das Messer und alle Infos dazu, die findet ihr natürlich wie immer bei uns auf messerworld.de.